Joshua? Ja? Ich habe den Zehnerschlüssel. Ah, wunderbar. Lass ihn neben dem Riemen liegen. Ich kümmere mich sofort darum. Aber warte noch 5 Minuten. Gerade erhalte ich eine neue telepathische Nachricht aus Trantor. Schon in Ordnung. Klar, wie du meinst. Ich hoffe, dass Joshua meine Idee jetzt in die Tat umsetzen kann. Genial! Der Riemen ist schon montiert. Joshua? Ja? Wie ich sehe, hast du den Riemen schon angebracht. Hast du schon ausprobiert, ob deine Erfindung funktioniert? Es tut mir leid, mein Junge. Wir haben kein Glück. Das Motorrad hat keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Das fehlte noch. Schön durchatmen. Nur nicht verzweifeln. Ich besorge das Benzin. So gefällst du mir, Junge. Ich weiß, dass du es kannst und mit deiner Hilfe werde ich mein Ziel erreichen. Ja, es könnte Benzin sein. Aber ich muss Saturn darum bitten. Hey, Saturn. Was? Mein Freund, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht? Kann ich mir den Kanister dort borgen? Es ist Benzin, nicht wahr? Ja, es ist Benzin. Es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht geben. Als wir in dieser Stadt ankamen, haben wir gewisse Regeln festgelegt. Eine davon besagt, dass wir nichts mit Geld zu tun haben möchten. Hier wird nichts gekauft oder verkauft. Wir benutzen das altbewährte und ehrenhafte Tauschsystem. Wenn du etwas haben möchtest, das mir gehört, musst du mir etwas im Tausch dafür geben. Wenn es ums Ausleihen von Dingen geht, die nicht verbraucht werden, ist alles in Ordnung. Da sind wir sehr großzügig. Aber wenn jemand sich etwas ausleihen will, das er nicht zurückgeben kann, weil die Benutzung notwendigerweise den Verbrauch der Sache bedeutet, dann, mein Freund, muss man etwas als Gegenleistung erbringen. Und ich brauche dir wohl nicht zu erklären, dass dies bei dem Benzinkanister der Fall ist. Naja, ich verstehe. Und was könnte ich dir im Tausch gegen den Benzinkanister anbieten? Ich kann mir vorstellen, dass du mir eins deiner Werke geben könntest. Ich sammle Werke anderer Künstler, weißt du? Das bereichert einen sehr. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Ist schon gut. Ich verschenke ihn ungern, aber vielleicht gibt Saturn mir dafür den Benzinkanister. Saturn! Schau mal, ich bringe dir ein erstklassiges Kunstwerk. Es ist eine kleine Skulptur aus Stein gehauen. Was stellt sie dar? Was sie darstellt? Sie stellt, die Leichtigkeit des Menschen in der wilden Umgebung um ihn herum da. Ja, genau was ich dachte. Es ist ein sehr gutes Stück. Und ich trenne mich nicht gern davon, aber ich gebe es dir im Tausch für den Benzinkanister. Ich kann das Konzept schon deutlich erkennen, aber sie kommt mir wie ein unvollendetes Werk vor. Wie ein roher Diamant. Bearbeite sie weiter und wir reden nochmal darüber. In Ordnung. Wie du willst. Du bist der Meister. Es hat nicht geklappt. Oh ja, wenn ich ihm etwas Feinschliff verpasse, findet er vielleicht vor Saturn Gnade. Und ich bekomme das Benzin. Also versuche ich es mal. Sehr schön. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Hoffen wir, dass Saturn meiner Meinung ist. Einverstanden. Mal sehen, ob er sie gegen den Benzinkanister eintauscht. Saturn! Ich habe die Skulptur weiter bearbeitet und bin jetzt sicher, dass sie dich entzücken wird. Was hältst du davon? Ist sie nicht ausstellungsreif? Ja, ich spüre eine andere Schattierung.
Der Mensch hat sich ja weiterentwickelt. Seine Leichtigkeit in der Umgebung ist noch spürbar, aber er versucht es zu verstecken, indem er sich mit Fortschritt umgibt. Das ist es, was du zu vermitteln versuchst, oder irre ich mich? Du irrst dich nicht. Genau darum geht es. Dann interessierst du dich also dafür? Du kannst sie behalten. Ich nehme den Benzinkanister mit und all... Nein, für mich sieht es immer noch wie ein unvollendetes Werk aus. Wie ein Haus ohne Dach. Sobald du sie vollendet hast, können wir über den Deal sprechen. Gut, gut, in Ordnung. Dieser Typ ist wirklich ein harter Brocken. Ich gebe den Bernstein ja ungern her, aber er passt wunderbar in das Loch im Stein. So sieht das Ganze doch gleich viel kunstvoller aus. Versuchen wir es mal. Jetzt sieht er toll aus. So wird der Saturn gefallen. Einverstanden. Vielleicht kann ich diesmal den Deal abwickeln. Saturn! Jetzt musst du die Skulptur genau betrachten. Ich glaube, dass mir dank deiner Ratschläge ein Meisterwerk gelungen ist. Was hältst du davon? Ah, das Licht. Das göttliche Element wird durch das Licht symbolisiert, klar. Trotz alledem kann der Mensch seine Leichtigkeit nicht ertragen und muss ein höheres Wesen erschaffen, das seinem Leben einen tieferen Sinn gibt. Das ist es, nicht wahr? Genau. Du hast es erfasst. Abgemacht? Zuerst musst du noch etwas tun. Stell die Skulptur in die Terrassentür. Die Sonne wird das letzte Element sein. Von ihr wird sie das Licht aufnehmen, das den Menschen umgibt. Wie du meinst. Ja, wahrhaft majestätisch. Beweg sie keinen Millimeter. Das ist der perfekte Ort. Dann ist es abgemacht? Ich kann doch den Benzinkanister haben, oder? Ja, er gehört dir. Aber ich muss dir noch etwas sagen. Das ist kein einfaches, normales Benzin. Es handelt sich um eine Art konzentriertes Benzin, das ich selbst hergestellt habe. Damit es wie normales Benzin funktioniert, musst du es mit Wasser mischen. Die Formel ist einfach. 40 Kubikzentimeter Konzentrat pro Liter Wasser. Das genaue Mischungsverhältnis ist wichtig. Ich verstehe. Hast du irgendwelche Geräte, um das Volumen genau zu ermitteln? Ich muss zugeben, da gibt es ein kleines Problem. Das 40 Kubikzentimeter Glas ist mir vor ein paar Tagen kaputt gegangen und ich habe noch kein neues gekauft. Aber mach dir keine Gedanken. Neben dem Kanister sind eine 1-Liter Flasche und zwei Messbecher zu 30 und zu 50 Kubikzentimetern. Damit kannst du die Mischung herstellen. Wenn du meinst, der Kanister. Endlich gehört er mir. Und auch die Flasche und die Messbecher. Mal sehen, ob ich damit die richtige Mischung hinkriege. Ich frage Saturn lieber, ob ich mir etwas von dem Wasser nehmen darf. Hey, Saturn! Was? Mein Freund. Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht? Kann ich mir etwas Wasser aus der Maschine borgen? Klar, Mann. Wasser darf man niemandem vorenthalten. Nimm so viel Wasser, wie du brauchst. Mich interessiert da noch etwas. Ja? Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Einverstanden. Bis zur Marke ist es genau 1 Liter Wasser. So, ich habe ihn bis zur Markierung gefüllt. Da hätten wir 50 Kubikzentimeter Benzinkonzentrat. Klasse! Und keinen Tropfen verschüttet. Erst leer. Klasse. Und keinen Tropfen verschüttet. So, ich habe ihn bis zur Markierung gefüllt. Da hätten wir 50 Kubikzentimeter Benzinkonzentrat. Genial. Jetzt habe ich genau 40 Kubikzentimeter im Messbecher.
So, ich habe die genaue Menge Wasser und Konzentrat. Perfekt. Motorradbenzin. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben.